Herzlich willkommen zu unserer Sendung TV Berlin Spezial. Und Sie haben es ja mitgekriegt, im Iran hat es Demonstrationen gegeben zur Jahreswende und die können jederzeit wieder ausbrechen. Was ist da los in einem Land, das ja mit dem Westen ein Atombegrenzungsabkommen geschlossen hat, das Trump aufkündigen will? Was ist los in einem Land, wo man geglaubt habe, alles ist doch friedlich und entwickelt sich gut? Und was ist los in einem Land, das Soldaten in die Nachbarländer entsendet? Und warum diese ganzen Demonstrationen? Darüber will ich heute reden mit einem Iran-Experten, nämlich, ich schaue mal auf meine Karte, Shams Ul Haq. Es sei mir verziehen, dass ich den Namen noch nicht so flüssig spreche. Shams Ul Haq ist Iran-Experte, wohnt in Hamburg, stammt aus Pakistan und beschäftigt sich lange Zeit mit dem Iran und den angrenzenden Ländern. Herzlich willkommen. Dankeschön. Was ist los im Iran? Wie kann das passieren? Aus heiterem Himmel. Niemand hat damit gerechnet. Das kann nicht auf Ostheiten immer passieren. Wir sagen das, aber das ist nicht so. Ich bin jetzt vor ein paar Tagen wieder aus Iran zurück, bin im Jahr mehrmals da unterwegs. Der eigentliche Grund ist, dass die Menschen sind genervt von diesem Regime und sie zahlen einfach zu viel Steuern. Sie zahlen einfach so viel Geld für Lebensmittel. Ich habe gesehen, ein kleiner Beispiel, dass die Eierpreise sind hochgegangen wie nie vorher. Was kostet denn ein Ei im Iran? Das können Sie sich gar nicht vorstellen, dass wenn man so umrechnet, kostet, wenn man so eine Packung Ei kostet, also für die iranische Verhaltung liegt das bei 2-3 Euro. Und das für die iranische Verhaltung ist das sehr viel. Ein Monatsgehalt von wie viel? Das ist 500 Euro. Bei Monatsgehalt ist das sehr viel Geld. Und zweiter wichtiger Punkt ist Öl. Ja? Iran produziert selber Öl, aber die eigenen Menschen bezahlen für das Öl mehr Geld, als was im Ausland verkauft wird. Der Präsident Rouhani, der ist das zweite Mal gewählt worden, die Menschen haben ihn gewählt, damit das ganz normale Bürger damit erlassen wird. Und das passiert dort nicht. Steuern sind hochgegangen, die Studiengebühren sind hochgegangen. Die Menschen sind richtig sauer auf dieses Regime. Immer wieder wird gesprochen, dass die Menschen belasten werden. Und das ist der eigentliche Grund. Aber wir konzentrieren uns immer wieder auf Teheran, ja, weil das ist die Hauptstadt ist. Aber dieses Mal, die Demonstration hat nicht in Teheran angefangen, sondern in anderen kleinen Städten. Die Menschen, die in anderen Städten leben, ja, denen geht es wirklich schlecht. Das habe ich mit meinen Augen gesehen. Man muss ja mit den Leuten reden. Man guckt nur, was in den Medien gezeigt wird. Ja. Aber was wirklich in kleinen Städten passiert, das ist sehr schlimm. Und zweite, was ich auch da erlebt habe, dass man wirklich aufpassen muss. Ich habe mein Handy rausgeholt, wollte fotografieren, ein paar Bilder machen. Kam jemand, ein Mann, der ein Handtuch gehabt hat, hat mir gesagt, stopp, stopp, ich soll das nicht machen, sonst werde ich Ärger bekommen. Was heißt, ein Handtuch gehabt hat? Ja, der wollte sich nicht erkennen lassen. So. Ja, der war bestimmt vom Geheimdienst und so. Ja, und man geht nicht unbedingt Iran alleine. Ja. Ich war mit meinen Freunden unterwegs, die ich da kenne, und die haben gesagt, du musst aufhören. Und die wollten auf keinen Fall, dass wilder Videos rausgehen, was wirklich dort passiert ist. Weil in den letzten Demonstrationen, die jetzt passiert sind in Iran, hieß es erste Tage, ja, dass sind nur 2, 3, 4, 5 Leute umgekommen. Dann auf zum Schluss hieß es, sind 20 Leute umgekommen. Das stimmt alles nicht. Man hat alle Medien gelogen. Da sind viel mehr Menschen umgekommen, als offizielle Zahlen sind. Und das ist der Grund, dass man nicht die Leute zulässt, wirklich mal Bilder zu machen, dass das richtige journalistische Arbeit oder das ist Medienrecht, gibt es dort nicht. Natürlich darüber wird es viel geredet, ja, viel berichtet. Solange, wenn man nicht in den Menschen lebt, kann man nicht wissen, wie sauer die Menschen sind. Sie waren ja nun da. Wie erklärt sich denn, dass alle Preise gestiegen sind? Iran exportiert Öl, Iran exportiert auch Gas. Das heißt, eigentlich ist das Land ja reich. Eben. Und Rouhani, der Präsident, nicht der Führer des Landes, das ist ja Khamenei, ja. Hat versprochen, das zu ändern. Wieso hat er denn das nicht geschafft? Was machen die denn Öleinnahmen? Sie wissen doch erstmal auf den Punkt, dass der Präsident Rouhani nichts zu sagen hat.
wir Europäer denken oder wir in Deutschland denken, das ist der Präsident. Der hat das Macht, der hat das zu sagen. Unser deutscher Präsident hat auch nichts zu sagen. Ja, aber Sie wissen das. Manchmal nicht. Sie wissen auch, dass in Iran ein muslimisches Land ist, wo Imame und Mullah zu sagen hat, wie der Oberhaupt Khomeini. Er hat das zu sagen. Ja? Wenn Rouhani bei dem scheint, dann küsst er die Hände von ihm. Ja? Das ist nicht der Präsident, der alleine entscheiden kann. Ja? Die, auf Ihre Frage zurück, die Preise sind, die Wirtschaft ist besser geworden. Alle wollen nach, also ich habe auch erlebt, dass wie viele deutsche Firmen, ja, und wie viele Ministerpräsidenten aus Deutschland in Iran unterwegs sind, wollen da Business anfangen. Aber es gibt bis heute in Iran nicht eine europäische oder amerikanische Bank, dass es geldsicher ist. Ja? Das heißt, mit Kreditkarten kann man nicht bezahlen? Heute nicht. Heute nicht. Ich konnte mit meiner Kreditkarte nirgendwo Geld abheben. Das geht nicht. Und wie soll es besser werden? Und das ist das ja, warum die Menschen sauer sind. Die verkaufen das Gas, das Öl, alles nach Ausland, aber das Geld wird nicht in die Menschen investiert. Ich habe miterlebt, dass viele Leute haben vor die Banken demonstriert, weil sie das Geld nicht bekommen, was sie da auf die Konto gelegt haben. Eigenes Geld. Überlegen Sie, Sie gehen zu einer deutschen Bank und sagen, Sie wollen Geld haben. Und es wird gesagt, nein, es ist kein Geld da. Wo ist das Geld dann? Tja, wo ist es? Genau. Und das ist die. Das ist der Vorwurf, den die Demonstranten gemacht haben, dass die herrschende Mullah-Regierung, Clique oder wie immer man das nennen will, sich selber bereichert, richtig, das Geld in eigene Taschen steckt. Richtig. Und ist das so? Das ist so. Natürlich ist das so. Und das, man muss mit den Mullahs, die sich in eigene Tasche dieses Geld reinstecken, klar Text reden und die Regime klarstellen, dass wir das nicht mehr wollen. Aber man muss auch sagen, natürlich gibt es gute und schlechte Politiker oder Mullahs überall. Aber die Kraft der schlechten Mullahs zur Zeit in Iran ist sehr viel. Es gibt gute, die auch für die Menschen vieles tun. Deswegen gab es auch diese Demonstrationen ohne Führer. Wäre diese Demonstration, die dieses Mal gegeben war, eine Führer gegeben hätte, also wenn es ein Führer da wäre, dann wäre wirklich viel besser gewesen. Dann hätte man wirklich was erreicht wie 2009. Das kann ja noch passieren. Die Revolution 2009 oder die Demonstrationen waren ja auch nicht ohne 2009. Das heißt, es geht also nicht so sehr darum, bei den Demonstrationen das Regime zu beseitigen, sondern das Regime zu verändern. Ja, beides. Auch das Regime zu beseitigen ist auch wichtig, weil damit die jungen Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben die Nase voll von diesem System, von diesem Regime. Ja, wir haben gesehen, dass junge Mädchen ja, ihr Kopftuch abgenommen haben und mit einer Stange festgemacht haben und sind auf die Straße gestanden. Was heißt das? Wir wollen das nicht mehr. Ja, Iran ist ein modernes Land. Wenn und das Kopftuch ist Pflicht zu tragen im Iran. Ja. Nicht? Es ist nicht eine Kann-Vorschrift, sondern es ist eine Muss. Ein Muss. Wenn ein Mädchen keinen Kopftuch trägt, dann kommt Scharia-Polizei und dann nimmt sie die mit. Und dann wird sie bestraft. Ja? Und das ist ein Zeichen dafür, für das Regime, für Präsident Rouhani, von den überhaupt Mullah Khomeini, dass die jungen Leute die Schnauze voll haben von diesem Regime, die möchten was Neues. Das Land ist ja sehr gebildet, das darf man nicht vergessen. Es ist ein der gebildeten muslimischen Länder, Iran. Ja? Die Menschen sind sehr gebildet, die Menschen sind sehr stark, sie haben vieles miterlebt, aber sie sagen erst, nein, wir wollen das nicht mehr. Aber solange in diese 12 Mullah Committee, die da oben sitzt, ja, die Rechte und die Linke stark sind und wirklich nicht so zum Denken ist, dass wir wirklich das Land zu Europa öffnen oder zum Ost oder zum West ändern, ja, wird das nicht passieren. Was mich da aber gewundert hat, ist, dass der Präsident gesagt hat, das lasst die doch. Das ist doch ein Zeichen unserer Demokratie, unserer Freiheit, das beweist nur, dass bei uns dies möglich ist. Während der Khamenei, der religiöse Führer, der alles zu sagen hat, der ja auch alle Leute bestimmt, den obersten Staatsanwalt, den obersten Richter, den obersten Polizeichef, der hat ja unbeschränkte Macht, der hat gesagt, nein, das ist das Ausland. Ja. Das sind die Bösewichter aus Amerika oder wo immer sie herkommen, die wollen uns hier beseitigen. Also man kann sagen, dass ein kleiner Prozent auch Hände Ausländer drin war. Wie zum Beispiel der Sohn vom Schah.
ja, der hat ja in amerikanischen, iranischen Sender immer wieder ausgesagt, dass er, und auch natürlich, man darf auch nicht vergessen, ein wichtiger Punkt, was mir einfällt, bevor die Demonstration begonnen hat, ist ehemaliger Präsident Ahmadinejad auf einmal überraschend auf die Straße gegangen. Ja, das war auch ein wichtiger Punkt. Der ist auf die Straße gegangen, der hat gesagt, ich könnte hier vieles über das Regime erzählen. Und das ist auch ein Punkt, warum diese Demonstration angefangen hat. Und zum ersten Punkt zurück, natürlich hat Amerikaner oder Westen auch eine Rolle gespielt. Sie haben das Funken so Feuer gemacht, weil woher haben diese Menschen auch wirklich, außer die armen Menschen, diese Propaganda zu organisieren? Es war für mich sehr überraschend, dass in kurzer Zeit, dass so viele Gruppierungen auf die Straße gekommen sind. Ich habe versucht herauszufinden, wie sind die organisiert worden. Handy. Ja, aber Sie wissen, in Handy wird, in Social Media wird, wenn es sowas in Iran passiert, sofort geändert. Also es wird sofort geblockt. Gestoppt. Das wird sofort gestoppt. Einzige, in Iran ist einzige Mediensprache ist Telegram. Ja, die Leute wird viel mit Telegram oder mit Facebook, auch weniger, aber Twitter. Aber das, Sie haben das gemerkt und die haben das sofort gestoppt. Ne? Wir werden diese Frage nach einer kurzen Werbepause jetzt beantworten. Bleiben Sie also dran, dann rede ich weiter mit Herrn Shams Ul Haq, Iran-Experte, war gerade im Iran und wir reden über die Demonstrationen, die vor ein paar Tagen im Iran gewesen waren, aber jederzeit wieder aufflammen können. Bleiben Sie dran.